Das ist wirklich unglaublich. Und ich habe mir vorhin mal angesehen aus den Tagesthemen das Interview mit Herrn Zamperoni, heißt er? Zamperoni und Herrn Habeck, den die Deutschen an den, ich nenne es mal Volksempfängern, empfangen könnte. Ich glaube, das passt mittlerweile gut, das Wording. Und das war für mich wirklich unglaublich. Das heißt, die epidemische Lage läuft nun aus und jetzt geht es darum, dass der Herr Habeck ein Gesetz machen will, in dem die epidemische Lage nicht mehr unter epidemischer Lage läuft, sondern über ein Gesetz genauso die gesamten Freiheiten beschränkt werden können, als wäre es eine. Und Zamperoni, das fand ich am allerschärfsten, der ging darauf ein, dass das eigentlich gar nicht weit genug ging. Das heißt also, seine große Kritik an Habeck war, dass er in diesen neuen Gesetzen eventuell etwas weniger starke Möglichkeiten der Einschränkung der Freiheit hat, als zu Zeiten der jetzigen epidemischen Lage. Das muss man sich wirklich mal vorstellen, dass ein solcher Journalist wirklich dermaßen in eine Richtung der Gleichgebürstetheit eben halt abgerichtet ist. Das muss ich ganz ehrlich sagen, das hat mich zu tief erschüttert. Und daraufhin hat sich dann Herr Habeck dann gleich gerechtfertigt und hat gesagt, nein, man bräuchte sich da keine Sorgen machen. Durch das neue Gesetz werden die Möglichkeiten der Politik, der Einschränkung der Freiheitsrechte dann noch viel stärker werden als zur jetzigen Zeit. Und das ist eine Sache, die mich wirklich erschrocken hat. Und dein Lieblingsministerpräsident Andreas Markus Söder, der hat gestern gesagt, das Ende der epidemischen Lage sei in jeder Beziehung der falsche Weg. Also das müsste man weiter hochziehen. Und er sagt wörtlich, die Lage droht im gesamten Land zu entgleiten. Ja, das stimmt. Nämlich seine Fäden, die er in der Hand hält, die drohen ihm zu entgleiten. Das ist die Lage, die er eigentlich meint. Und man spürt die schlotternde Angst in diesen gesamten politischen Gesichtern, auch in diesen hohlen Augen, die man teilweise so sehen muss. Ich gucke mir die immer ganz nah ran. Manchmal vergrößere ich das Bild, nur um auf die Augen zu gucken. Und ich sehe dann dort eben diese Tristesse und auch diese Leere zum Teil, weil die Verzweiflung mittlerweile deutlich wird, weil das Ganze aufgeflogen ist und immer mehr Menschen merken, das funktioniert nicht. Und sie wollen jetzt, und das ist jetzt eine Frage, die sie natürlich auch so aussehen lässt, sie müssen dann nämlich gegen ihr Gewissen handeln. Und da wird's dann richtig kritisch. Sie spüren, dass sie dem Volk längst nicht mehr dienen, sondern dem Volk dann auch etwas Schlechtes zukommen lassen. Das heißt, die Absurdität hat solche Dimensionen erreicht, aber der Normalbürger hinterfragt einfach nichts mehr. Und das ist das Problem. Sie kommen deshalb so großflächig noch damit durch, weil die Masse einfach gar nicht mehr hinhört und es nicht mehr versteht, weil es nicht mehr verständlich ist, ohne zu erkennen, dass es gelogen ist. Und da wird das Ganze dann eben kritisch. Und jetzt haben die Politiker natürlich blanke Angst. Und das ist das, was Söder meint, die Lage droht zu entgleiten, nämlich seine Position. Ich denke mal, im Gedanken kann es manchmal Nacht sein, dass er irgendwelche Handschellen spürt an seinen Handgelenken. Und das macht ihm wahrscheinlich größte Sorge. Ja, ich weiß nicht, ob er so denkt, weil manche fühlen sich, glaube ich, da auf ihrem Thron noch relativ sicher. Denken nicht, aber das Gewissen und die Empfindung, die täuscht ihn nicht. Und da wird er mit konfrontiert werden. Und wenn er schläft und eben halt nicht mehr sich verstecken kann hinter seinen verkrusteten Gedankenstrukturen, die er haben will, aus seinem Verstand aufgebaut, dann klopft das Gewissen irgendwann an und dann könnten es Albträume sein. Ja, ist deine Vermutung, das ist natürlich könnte, ne? Wir sind im Konjunktiv. Was nicht konjunktiv ist, dass die drei grünen Gesundheitsminister von Hessen, Brandenburg und Baden-Württemberg in einer gemeinsamen Stellungnahme die Verlängerung der epidemischen Lage für Deutschland gefordert haben. Auch wenn die epidemische Lage wie geplant auslaufen sollte, zeichnet sich eben trotzdem eine bundesweite Verschärfung der Maßnahmen ab. Die Ampelfraktionen, ich möchte es nochmal sagen, das sind Herr Habeck, Frau Baerbock, das ist Christian Lindner von der FDP und Olaf Scholz von der SPD. Ich habe vorhin ein hübsches Bild eingestellt, das hatte die Bild-Zeitung veröffentlicht. Da stehen sie alle vier da, wie begossene Pudel. Und wenn ich mir vorstelle, dass das die künftige Regierung ist, naja, wir haben ja gestern gemeinsam ein Kapitel gelesen, was wir regelmäßig tun, wir zwei. Und zwar ging es da in diesem Kapitel um das Thema der Antichrist. Und es heißt ja in der Bibel auch, dass am Ende dieser alten Zeit
zur Transformation, zu diesem Weltenwandel der Antichrist auf die Bühne tritt. Und viele Menschen warten jetzt auf irgendjemanden, der als Person erkennbar ist, der jetzt sozusagen die Menschheit ins Verderben führen will. Gemeint ist aber eigentlich etwas anderes. Naja, wer könnte mehr antichristlich sein als derjenige, der dafür gesorgt hat, dass Christus ermordet? Und wenn wir sehen, dass daraus zum Beispiel auch eine Verstandesära noch verstärkt wurde, diese sogenannte Erbsünde, das kann man jetzt nicht verstehen, aber es ist wichtig, wenn man die Bücher verstanden hat, dann erkennt man, was dahinter steht, dass die zu einer völligen Verstandesüberheblichkeit kommt. Das heißt, der Verstand den Geist verdrängt hat. Und wer sagt beispielsweise, dass der Verstand in erster Linie sein muss. Man spricht von einem gesunden Menschenverstand und alles andere, was man als spirituell bezeichnet, Quatsch ist, da brauchen wir uns nicht drum zu kümmern. Der fährt nicht nur auf halber Kraft, sondern der fährt auch auf der falschen Seite. Und zwar bei Gegenverkehr. Und genau das ist nämlich wichtig, weil diese Dinge unmittelbar zusammenhängen müssen. Und wenn ich wichtige Bereiche aus den Gedankenprozessen herausnehme und auch aus meiner Ausrichtung herausnehme, ich dann nur noch in den Gegenverkehr geraten kann und kollidiere dann letztendlich. Und das ist genau das, was es zu verstehen gilt. Ich danke dir für diese Ausführungen. Es ist wichtig, dass wir diese andere Seite, die geistige Seite, die wir wahrscheinlich über viele Inkarnierungen zu kurz haben kommen lassen, dass wir die wieder aktivieren, damit wir in unsere innere Kraft kommen. Und viele von euch spüren mehr und mehr, so wie Menschen, die im Erwachungsprozess sind, wie wir alle, dass es ganz viele Themen gibt, die gar nicht mehr hier besprochen werden im öffentlichen Mainstream, die aber für unser Herz, unsere Seele so wahnsinnig wichtig sind. Und ich kann nur empfehlen, versucht, die Geheimnisse des wahren Lebens zu ergründen, indem ihr die Schöpfungsgesetze anseht, indem ihr euch dafür interessiert, wie wir hier auf der Erde als Menschen eigentlich wirklich zu leben hätten und leben könnten, wenn wir nicht so einseitig ausgerichtet wären. Und es hilft jetzt, wenn wir in dieser besinnlichen Zeit auch ein bisschen aus dem Stress rausgehen, Kerze anzünden, Tee kochen, was Schönes lesen, mit den Lieben zusammensitzen und einfach Mensch sein.